Ich hatte als Kind sehr viele rote Pigmente. Ich war voller Sommersprossen. Und ich hatte als Kind mehr rot als braune Haare. Wir beide wissen, was wir meinen, oder? Und das war gemein, richtig? Hatten Sie das Recht dazu? Hatten Sie nicht. Und ich schwöre dir beim Leben meiner Kinder, ich hätte dir damals geholfen. Aber ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe als Mensch, der von anderen verletzt wurde. In seinem Kiez in Berlin-Neukölln. Hier ist er aufgewachsen. Hier ist er auf die schiefe Bahn geraten. Diebstahl, Autoschieberei, Gewaltvergehen, illegales Glücksspiel gehen auf sein Konto. Heute ist er Kampfsportler, Scharfschütze, Türsteher, Privatdetektiv. Läuft, ja? Bleibt schön sauber, Jungs. Sonst muss ich mal wieder vorbeikommen. Ciao. 2008 steigt er aus dem Milieu aus. Wird Vater und Personenschützer. Und bald auch TV-Star. Im Privatfernsehen gab er in einer Doku-Soap den brachialen Helden. Das machte ihn zum Idol und Vorbild vieler Jugendlicher. Hast du die gerade runtergeschmissen? Du, hebst du den bitte auf? Hebst du den bitte auf? Hebst du den bitte auf? Das ist unser Neukölln, großer. Guck mal, da ist so ein gelber Eimer. Der kannst du drin schmeißen. Da ist ein gelber Eimer. Da ist hier, da ist er, los. Siehst du da hin, schmeißt das Ding da rein. Er redet doch gerade über unser Neukölln. Ist unser Neukölln. Wenn du hier hinspuckst, ist es so, als wenn du zu Hause spuckst. Ist scheiße. Jungs, passt auf mich auf. Und das ist live. Das ist mein Kiez, mein Leben. Und ganz ehrlich, die will ich davor auch bewahren. Die haben alle eine große Klappe, das hatte ich doch damals auch. Aber in der Zeit habe ich schon zugeschlagen und mein Leben damit teilweise verwirkt und andere verletzt. Und das bereue ich. Ich kann denen aber nicht mehr helfen. Ich kann denen helfen, weil ich ein Vorbild bin, weil ich von der Straße komme, weil ich mir Respekt verschafft habe. Die wissen genau, wer ich bin, die spüren mein Herz. Und darauf kommt es an. Die Kinder brauchen authentische Vorbilder. Dschungelcamp, was ein Dschungelcamp? Die brauchen die Menschen, die sich für sie einsetzen. Heute ist Carsten Stahl ein Mann mit einer Mission. Gegen Mobbing und Gewalt, für Respekt und Toleranz. Hohenschönhausen, ein Bezirk im Osten Berlins. In den Plattenbauten der ehemaligen DDR wohnen viele, bei denen die Vorzüge der Globalisierung nicht angekommen sind. Ärmere, Alleinerziehende, Zugezogene. Die Vincent van Gogh-Schule ist eine integrierte Sekundarschule. Der Anteil von Kindern aus Zuwandererfamilien liegt bei knapp 60%. Beleidigungen, manchmal auch Schlägereien, gehören zum Schulalltag. Jeder hat ein Smartphone. Das macht Mobbing wesentlich effektiver als früher. Über soziale Netzwerke und WhatsApp lassen sich Lügen rasend schnell verbreiten. Wir erstellen einen Gruppennamen, da machen wir Mitglieder rein und dann schreiben wir irgendwas rein. Ja. Und heute hatten wir über 200 Nachrichten. Heute viel. Ich hatte 335 Nachrichten. Ja, das Video von mir hat die. Lehrer, Sozialarbeiter, Schulpsychologen und Direktoren versuchen mit Antigewaltseminaren und Konfliktlotsen entgegenzuwirken. Erst wenn das alles keine Wirkung zeigt, kommt Carsten Stahl ins Spiel. Er redet direkter mit den Schülern, denn er überzeugt durch seine persönliche Biografie. Die Vincent van Gogh-Schule hat ihn eingeladen, mit einer 7. Klasse 2 Tage lang ein Seminar über Toleranz und Respekt zu machen. Das Hauptproblem in der Klasse. Der Klassenlehrer stellt ihm die einzelnen Schüler vor, damit Carsten Stahl sich besser auf sie einstellen kann. Nee, das wären so die. Genau. Und jetzt geht es mir um dich. Mir ist ganz wichtig. Was möchtest du für dich und deine Klasse, was ich hier verbessern sollte? Was sind die? Wie ist am allerwichtigsten gegenseitiger Respekt. Also wir haben mindestens einmal die Woche ganz große Probleme, was gegenseitige Beleidigungen angeht und eben einfach das
Hervorrufen von Streit auf bewusste Art und Weise. Bevor er die Klasse betritt, merkt sich Carsten Stahl, wer auf welchem Platz sitzt. Opfer oder Mobber oder beides. Wo? Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht ja schon, dass wir heute ein bisschen mehr Besuch haben als sonst, aber ich hoffe, dass wir alle zwei schöne Tage mit Herrn Stahl verbringen können. Die zwei Tage werden wir jetzt erstmal geführt. Genau. Diese zwei Tage habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit mir zu verbringen. Und das wären zwei, ja, sage ich euch gleich, zwei sehr bewegende Tage. Seid euch sicher, wenn ich sage, ich bin einer von euch, dass ich genau weiß, wo ihr heute steht und was der ein oder andere von euch erlebt hat oder was der ein oder andere von euch durchmacht. Wer von euch hat schon mal, aus welchem Grund auch immer, einen anderen Menschen beleidigt, ihn vielleicht geschlagen, getreten, über ihn gelästert, ihn gedemütigt oder ihm Sachen weggenommen? Mal Hand hoch. Wer hat das schon mal gemacht? Daniel vielleicht. Daniel macht alles davon. Ja, dazu kommen wir doch. Ich weiß, wer Daniel ist und ich kenne seine Geschichte. So, wie alt warst du denn, als du das erste Mal zugeschlagen hast? Hm? Wie alt warst du? Sechs. Sechs Jahre? Ja. Aber nein. Mit vier oder fünf. Oh. Weil ich bin mit fünf in Judo. Du hast also ziemlich früh angefangen, zurückzuschlagen, richtig? Aber warum hast du zurückgeschlagen? Mein Vater hat immer gesagt, zu sicher, nicht mehr, halt, falls jemand mich so schlagen will, dann zurückschlagen. Falls dich jemand schlagen will, sollst du schlagen? Also du sollst schon zuschlagen, bevor du geschlagen wirst? Nein, falls mich jemand schlägt. Sollst du dich verteidigen? Ja, aber warum hat der dich denn geschlagen? Weißt du, Gewalt entsteht nicht einfach so. Ich hole jetzt nicht einfach aus und knall dir ein paar, sondern es passiert was. Aber Gewalt erzeugt nur eins, richtig? Hättest du zuschlagen müssen, wenn der dich nicht geschlagen hätte? Nö. Du bist ein starker Junge, Daniel, hier in der Klasse und willst gerne im Mittelpunkt stehen. Du möchtest gerne hier die Führung haben. Und durch dein Verhalten manipulierst du andere. Du denkst, das ist Stärke. Aber ich sage es dir jetzt von einem Mann mit 44 Jahren Erfahrung, dass es nichts mit Stärke zu tun hat. Denn nur ein starker Mensch kann die Schwachen unterstützen. Und eine Pfeife, der macht die Schwachen fertig. Dir bringt man bei, dass man schlagen soll, Junge. Soll ich dir sagen, wo mich mein Schlagen hingebracht hat? Es hat mich dahin gebracht, dass ich mein eigenes Kind begraben habe. Dass ich seit 20 Jahren damit leben muss, dass mein eigenes Kind tot ist. Das hat mir mein Schlagen eingebracht. Das hat mir die Gewalt eingebracht. Und jetzt frage ich dich, Daniel, willst du dein eigenes Kind begraben? Und das will ich auch nicht. Also hör auf dein Herz. Früher gehörte Gewalt für Carsten Stahl als Chef einer Kiezbande zum Alltag. Bis eine gegnerische Gang seine schwangere Freundin überfiel, vergewaltigte und so lange trat, bis das Kind im Bauch tot war. Das war der Wendepunkt. Er schwor sich, nie wieder soll jemand unter meinem Lebenswandel leiden, und stieg aus. Auch er hatte als Kind Gewalt erfahren, bevor er selber gewalttätig wurde. Als Schulkind wurde er von den Größeren regelmäßig nach der Schule verprügelt. Und die haben mich mal in so eine Grube geschmissen, zu fünft. Und dann haben die von oben auf mich runtergepinkelt. Das habe ich nie vergessen. Das ist eine Demütigung, wenn man sowas erlebt. Und wenn die Kinder heute von heute hören, dann sagen, wow,
Auch er war mal ein Opfer. Ja, natürlich. Ich höre mich manchmal heute noch, wie ich da gebettelt habe. Und ich sehe mich da real. Und wie ich mich wieder beiseite drehe und die anfangen zu treten und zu spucken, sehe ich dieses Rohr. Und in meiner Verzweiflung, in meiner auch Wut oder was auch immer, nimmst du dieses Rohr und schlägst zu. Und dieses Rohr macht dich auf einmal stark. Diese Gewalt. Und was ich dann diesen Jungen... Natürlich. Und was machen die anderen? Die helfen nicht, die rennen weg. Und zum ersten Mal spüre ich genau das, was die Kinder von heute spüren. Was falsch ist. Gewalt hilft. Denn als ich gebettelt und gefleht habe, hat man mich nicht in Ruhe gelassen. Man hat noch mehr auf mich eingedroschen. Aber als ich mich zur Wehr gesetzt habe, mit äußerster Brutalität, hat man mich danach respektiert. Dann hat mich keiner mehr angefasst. Ob es mir geholfen hat? In dem Moment ja. Es hat mein Leben zerstört. Und erst am 28. Januar 2008, als mein Sohn zur Welt kam, bin ich neu geboren. Erinnert euch an, macht die Augen zu. Erinnert euch mal an eure Grundschulzeit. Erinnert euch daran. Erinnert euch daran, in welcher Klasse auch immer es war, erinnert euch daran, wie ihr es empfunden habt, als ihr zum ersten Mal von anderen verletzt wurdet. Durch Worte, durch Schläge, durch irgendetwas, was man euch angetan hat. Erinnert euch daran. Ich weiß, es ist schwer. Ihr habt es verdrängt. Ihr wollt es verdrängen. Ich bin umgezogen in eine andere Schule. Nebenan und ich kam einfach so Kinder zu mir und haben mich halt die ganze Zeit beleidigt und haben halt mir ständig in L vor die Stirn gehalten und zu mir gesagt, ich bin ein Loser. Hey, hey, hey. Guck mich an. Guck mich, Ruhe. Guck mich an. Guck mich an. Schau mich an. Man hat mir mein Leben lang gesagt, mein Leben lang, Kleiner, ich bin ein Versager, ein Loser. Man hat mir das Gleiche angetan wie dir. Weißt du? Lass nicht mehr zu, dass du das glaubst. Du bist innerlich tausendmal stärker als die. Du kannst alles in deinem Leben erreichen. Lass nicht zu, dass sie das mit deiner Seele machen. Glaub an dich. Schau mich an. Wenn ich es geschafft habe, schaffst du das auch. Ich bin in den Herbstferien umgezogen, hierher, bin dann gleich auf die Schule raufgegangen. Und dann fing das alle an. Natürlich hat dann in dieser Zeit jeder auch Freunde gefunden und ich halt dann nicht. Und dann hat man halt gesehen, dass ich halt auch alleine bin. Ich war halt auch immer ein Mensch, der halt sehr nah am Wasser gebaut ist. Und natürlich hat man mich dann damit auch immer gekriegt. Und mich hat man halt auch immer beleidigt, weil man dachte, ja gut, die ist neu, hat eh keine Freunde, kann sich eh nicht wehren nach diesem Sinn. Und dann hat man das halt auch immer gemacht mit dem Loser und ist dann auch wirklich immer mit dem L zu mir gekommen und hat mir das dann direkt an die Stirn gehalten und meinte dann immer Loser. Und die hat Mädels losgeschickt. Ja, eine Mädels aus der, also da war ich dann in der vierten, aus der fünften und aus der, also eher aus der sechsten Klasse Mädels losgeschickt, die mich kein bisschen leiden konnten. Und die haben dann auch mich reingeprügelt. Erzählt mir, so wie ich euch meine Geschichte erzählt habe, erzählt mir mal, was ihr da erlebt habt. Seid mal ehrlich, ihr räumt damit einfach mal auf. Ihr lasst diese Lasten los. Fang du mal an, erzähl mir mal, ich hab's vorhin kurz angespielt, ich kann's mir vorstellen, aber erzählst du mal laut und ihr seid bitte leise, weil dieser Mensch verdient euren Respekt, hört ihm zu. Ja, eigentlich ist mir das nicht so ganz passiert, aber ich bin irgendwie auch dran schuld, dass auf der Klassenfahrt in der vierten Klasse wurde meine beste Freundin nackt gefilmt, wo sie geduscht hat. Und die Jungs sind halt einfach reingestürmt und wir durften ja die Türen, also die Badezimmertür nicht zumachen. Und dann sind die Jungs reingestürmt, haben sie aufgenommen, wie sie geduscht haben, haben sie rausgezerrt und haben dann gefilmt, wie, also haben sie die ganze Zeit gedreht, haben sie auf den Boden gepresst und haben sie halt gefilmt, wie die halt nackt da stand. Und dann haben die das den anderen Jungs gezeigt, um auf cool zu wirken. Und seit dem Tag hat sie angefangen, sich zu ritzen und sich selbst zu verletzen. Hatte schon mehrere Suizidversuche. Und sie ist, also ihre Mutter hat sie dann in eine geschlossene Psychiatrie eingeschlossen. Und dann hat sie, das hat ihr aber gar nicht geholfen, hat sich
noch mehr verletzt, weil sie hatte immer eine Klinge dabei. Und ich habe wirklich jeden Tag geheult, dass sie sich was antun würde. Ich habe mir wirklich sehr Sorgen gemacht. Ich habe mit ihrer Mutter geredet. Ich habe mit allen Bekannten, Familie, Freunde geredet und versucht, dass sie ihr helfen könnten, aber das hat nicht funktioniert. Hättest du was machen können? Ja, ich hätte die irgendwie alles abbrechen können. Oder? Weißt du, weil du hättest auch machen können. Ich weiß, das ist schwer. Du hättest das Handy runterschlagen können. In dem Moment hättest du das Recht gehabt. Das war Cybermobbing. Ihr alle habt das Recht auf eure Persönlichkeitsrechte. Niemand hat das Recht, euch zu filmen, schon gar nicht nackt. Das war für das Mädchen mit Sicherheit die Hölle. Lena kommt nach dem aufwühlenden Vormittag nach Hause. Auch sie ist aktuell in eine Mobbing-Geschichte mit einer Mitschülerin aus ihrer Klasse verwickelt. Zuerst waren es nur die üblichen Beleidigungen. Später eskalierte die Situation. Es fing halt alles so an. Zum Anfang des Schuljahres haben wir uns halt alle prima verstanden. Und dann hat sie halt auf Dauer auch angefangen zu sagen, dass ich daran schuld bin, dass sie sich selbst wehtut. Weil wir halt dann auch öfters Streit hatten, weil dann so Gerüchte über beide erzählt wurden. Meistens halt so, dass der eine über den anderen gesagt hat, ja, die ist hässlich, die ist dumm, die mag ich nicht. So halt die normalen Mädchenprobleme. Die normalen Mädchenprobleme sehen in der Darstellung von Lenas Eltern aber ganz anders aus. Ja. Sie kamen nach Hause und sagten, nee, und ich gehe nicht mehr. Und warum und weshalb? Ja, und da ist ein, die meiden mich alle und die sagen immer, ja, du bist hässlich, du bist fett. Und es ging so weit, dass Lena per WhatsApp von einer Nummer, die uns unbekannt ist, im Namen jetzt einer Mitschülerin, wurde diese WhatsApp geschrieben und wenn du sie nicht in Ruhe lässt, ich weiß, wo du wohnst und ich weiß, in welche Schule du gehst, ich kenne deinen Schulweg, ich krieg dich und dann Symbole wie einen Säbelrasseln und so, wo wir dann Lena einfach auch zu Hause gelassen haben, weil auch sie an dem Abend fix und fertig war und dann brach es auch endlich mal aus ihr raus, dann hat sie auch mal erzählt im Endeffekt, wo ich dann selbst für mich die Notbremse gezogen habe oder für uns und bin auch zur Polizei. Hab dieses zur Anzeige gebracht, nur leider ohne Wirkung unser Sicherheitskräfte, sage ich mal. Also wir wollten jetzt das mit dem Carsten Stahl abwarten und danach als Elternteile und mit den Kindern zusammen noch mal drüber reden, ja. Was jetzt schlussendlich der ausschlaggebende Punkt war. So ein Autogramm hast du auch gekriegt? So ein Autogramm? Ob Lena das Problem bewusst kleinredet oder ihre Eltern den Vorfall überbewerten, bleibt erstmal unklar. Abend in Neukölln. Carsten Stahl zieht um die Blöcke, nach einem anstrengenden Tag an der Schule. Überall wird er erkannt. Manchmal ist ihm seine Berühmtheit auch lästig. Aber sie hilft ihm. Er ist für viele ein Vorbild, da trägt er Verantwortung. Feierabend hat er nie wirklich. Täglich bekommt er unzählige Mails und Nachrichten. Vor allem, wenn er wieder einmal einen Auftritt im Radio oder Fernsehen hatte. Es sind Hilferufe, die ihn erreichen. Von Lehrern, Kindern, Eltern. Hallo Carsten, ich habe eine Frage an dich. Wie kann ich meinen Sohn zeigen, sich selbst zu verteidigen, ohne große Gewalt anzuwenden, aber auch nicht sich anstiften zu lassen, andere Kinder zu ärgern oder Sachen zu machen. Genau das ist es, was ich mache. Prävention, den Kindern Auswege aufzuzeigen. Und die fragen mich, was ist mit dem System? Wo sind denn die, die jeden Tag mit den Kindern arbeiten? Die sind da und die versuchen ihren aller Mögliche. Aber sie haben nicht diesen Zugang. Sie kommen nicht so schnell, so direkt an. Es ist ja bei mir wie eine Gruppentherapie. Ich kann da vor 50 Kindern sprechen. Es ist immer das Gleiche. Hier. Die kommen und bitten mich um Hilfe. Das sind Hilfeschreie, die ich aus ganz Deutschland bekomme. Und das täglich. Und das ist jetzt nur der Messenger. Soll ich mal die E-Mails aufmachen? Es geht immer weiter. Aber manchmal ist auch ein Carsten Stahl hilflos. Während der Dreharbeiten wird sein 9-jähriger Sohn an seiner Schule schwer verprügelt. Es kann jeden treffen, jederzeit.
Darüber reden kann Carsten Stahl noch nicht. Kommst du mal mit mir mit? Und schau bitte nur mich an. Konzentriere dich nur auf mich. Sage mir, was diese Klasse, mit der du ja gerade mal erst ein Dreivierteljahr zusammen bist, richtig? Sage mir, was diese Klasse macht, dass du dich so allein fühlst, dass du dich so ausgegrenzt fühlst. Was tut sie? Wenn man auf der Hofpause oder generell sich zu den anderen stellt, gehen manche auch einfach weg. Sie gehen einfach weg von dir? Sie lassen dich da alleine stehen? Also letztens morgens, weißt du, ich hab mich zu den anderen gestellt und dann sind die weggegangen. Passiert das öfter? Da fragt doch keiner, komm mit, wir gehen darüber, die lassen nicht einfach stehen. Einfach im Stich. Wer von euch ist denn jemand, der sie alleine lässt, im Stich lässt, dass sie sich so fühlt? Sie ist aber daran auch selber schuld. Ich lasse mich doch nicht immer nur von irgendjemandem beleidigen und der auch nicht zu ihren Fehlern dazu steht. So weit sind wir doch noch gar nicht. So weit sind wir doch noch gar nicht. Du bist dir sicher auch bewusst, dass du auch Fehler machst. Guck mal, und genau darum geht es doch jetzt. Es geht nicht darum, wer schuld ist. Aber willst du nicht eigentlich, dass es endlich aufhört? Willst du nicht auch, dass es aufhört? Willst du nicht auch, dass es aufhört? Und du? Und wollen wir denn nicht, dass es einfach aufhört? Wollen wir nicht einfach anfangen? Du möchtest dazugehören, richtig? Sie möchte nicht mehr beleidigt werden. Wenn du sie nicht mehr beleidigt und ihr sie nicht mehr im Stich lässt, was glaubt ihr, was dann passieren könnte? Dass sie vielleicht alle zusammen Zeit verbringt. Kinder, ihr seid noch 3 Jahre zusammen. Wollt ihr euch das Leben zur Hölle machen? Ihr seid eine Einheit. Ihr seid zusammen viel stärker als jeder Einzelne allein. Was sagt dir dein Herz? Das werde ich nicht mehr im Stich lassen. Was sagt dir denn dein Herz? Das ist alles richtig, was du sagst. Was könntest du jetzt tun, was dein Herz dir schon lange sagt? Sie aufnehmen, sie auf. Ich hefte dich nicht an deinen Stuhl. Und was wäre für dich denn der Zeitpunkt, zu erkennen, dass du das auch kannst? Das kannst du auch. Es tut mir leid, Lena. Und genau das ist Stärke. Das hat was mit Stärke zu tun. Dass es nicht schwach ist, dass es nicht... Daniel. Das ist viel stärker, Kinder, als alles andere. Kannst du auch stark sein? Kannst du mal das machen, was dein Herz dir sagt? Kannst du das? Ja, genau das, was du jetzt machen wolltest. Genau das tue. So, jetzt klatscht mal, das ist Stärke, das ist Stärke. Es gibt nicht Täter auf der einen und Opfer auf der anderen Seite. Alle sind beides. Wir werden erwachsen. Ich bin stolz auf mich. Nein, ich bin stolz auf alle. Zum ersten Mal nach langer Zeit spielen die Kinder mal wieder gemeinsam. Die Klassengemeinschaft ist gestärkt, aber es bleibt noch viel zu tun. Also schlechte Erinnerungen, Vergangenheit, die will man eigentlich gar nicht wieder vorholen. Aber wenn man halt drüber spricht, das ist dann wie so eine Erleichterung. Ja.
Diese Menschen, die sich so nie leiden konnten, zum Beispiel Vanessa und Lena, die hatten immer ja. Streit. Nie hatten sie sich so irgendwie ja. gutes. Naja, sie haben sich halt nie gut behandelt und so. Und haben sich öfters beleidigt. Und jetzt, sie haben sich noch nie so gut verstanden wie jetzt eigentlich. Ich finde es gut, dass wir jetzt als alle, also, dass wir alle zusammenarbeiten. Also ich hoffe, das wird lange bleiben. Für eine nachhaltige Wirkung braucht es sicher mehr als einen kurzen Einsatz von Carsten Stahl. Für die Schulpsychologin steht fest, dass die 2 Tage nicht mehr sein können als ein Aufrütteln, eine Notbremse. Danach müssen die Lehrer und Sozialarbeiter übernehmen. Wir haben einen sehr authentischen Menschen erlebt, dem ich gerne auch abnehme oder wirklich auch abnehme, dass er das, was er sagt und was er tut, auch ernst meint. Auf alle Fälle muss es eine Nachbereitung geben. Wir wissen nicht genau, wo die stillen Kinder zum Beispiel stehen. Wir haben ja in vielen Schulen, in vielen Klassen auch psychisch labile Kinder, die mit dieser konfrontativen Art vielleicht ein Problem haben. Das finden wir nur raus, indem die Lehrer an diesen Schülern dranbleiben, indem die Eltern noch einbezogen werden. Was passiert nach diesem aufrüttelnden Seminar? Was ich mir jetzt wünsche, ist, dass es weitergeht. Dass die Vernetzung, die er ja auch anbietet, also er verweist ja auf die Lehrer, die anwesend sind, oder die anwesende Schulsozialarbeiterin, wendet euch an die, wenn ihr Hilfe braucht, dass es weitergeht, auch gelebt wird. Deshalb gibt es in der Vincent van Gogh Schule seit neuestem einen Klassenrat, in dem Probleme besprochen werden, Programme zum sozialen Lernen und eine Kooperation mit der Berliner Polizei. Am letzten Tag des Seminars geht es um Rassismus und Homophobie, eine verbreitete Form von Mobbing und Ausgrenzung im Alltag. Vorurteile gegen Schwule gibt es auch hier in der Klasse. Klar, Homophobie bedeutet, einige von euch haben damit vielleicht ein Problem, dass ein Mensch vielleicht nicht als Mann auf eine Frau fixiert ist oder als Frau auf einen Mann fixiert ist, sondern dass sie vielleicht Frauen lieben als Frau oder Männer lieben als Mann. Oh, das ist schlimm. Warum ist das schlimm, Daniel? Na, ich kann nicht befreundet sein mit so einem Mann. Warum kannst du nicht befreundet sein mit so einem Mann? Das ist ein bisschen eklig, verstehst du? Nee, verstehe ich nicht. Aber du kannst es mir erklären. Du kennst keinen Schwulen, du kennst keine Lesbe. Ich weiß, was sie machen. Du musst diese Menschen nicht mögen. Aber du musst sie tolerieren. Und du hast nicht das Recht, keiner von euch hat das Recht, über diese Menschen zu lachen oder sie auszugrenzen. Das ist genau das Gleiche. Also, es ist halt auch so, dass ich selber gemerkt habe, dass ich lesbisch bin und bin auch mit einem Mädchen zusammen. Also, wenn irgendjemand was gegen ihn hat, so, der ist auch klar. Nö. Ist ja nicht schlimm. Darfst du die Hand schütteln? Richtig, richtig stark von dir, okay? Richtig stark. Habt ihr das gehört? Das ist eine Leistung. Da hat sich ein Mensch vor seiner Klasse geoutet, hat gesagt, hey, ich bin lesbisch. Na und? Richtig stark. Zum Schluss des Seminars unterschreiben alle Kinder einen Vertrag. Stoppt Mobbing. Und zur Bekräftigung gibt es das obligatorische Selfie mit Carsten. Wann immer er kann und die Schüler mitmachen, bietet Carsten Stahl nach den Seminaren Ausflüge an, die den Horizont der Kinder erweitern sollen. Heute geht es zu den Obdachlosen vom Bahnhof Zoo. Hier werden manche Vorurteile erschüttert. Aber
Es gibt nicht der Wohnungslose, der stinkt, der auch nur im Dreck liegt oder wie auch. Das sind so Vorurteile. Wenn bei uns kommt das, also bei mir, ja? Bei dir und so, kommt das immer so rüber, als wenn ihr das mit Absicht macht, aber dass ihr halt immer nur böse seid, sag ich jetzt mal. Nein. Weil jetzt sieht man halt auch mal, dass das gar nicht stimmt. Nein, das stimmt doch nicht. Die Leute sind die, die können gar nicht, nee, die machen das nicht mit Absicht. Die Kinder kommen zum ersten Mal im Leben in Kontakt mit Wohnungslosen, hören ihre Geschichten, verstehen ihre Schicksale. Sie haben Spenden mitgebracht. Keine Zigaretten oder Alkohol, sondern Süßigkeiten, Limo, Futter für die Hunde. Vielleicht haben einige Kinder in diesen Tagen erfahren, dass Toleranz und Respekt ihr Leben erleichtern könnten. Dann hätte sich Stahls Mission gelohnt. Kein Happy End, aber ein Anfang.